Servus, Freunde der Sonne und herzlich willkommen zurück hier bei The Room. Ich wollte gerade sagen, Shine, aber das ist glücklicherweise nicht. Es ist diesmal weitaus entspannter. Ja, wir sind immer noch hier an dieser abstrusen Kiste zu Gange. Haben immerhin schon zwei Zahnräder zum Drehen gebracht. Das dritte, da weiß ich noch nicht, da werden wir wahrscheinlich ein größeres dann irgendwo finden. Denke ich mal, weiß ich nicht. Wir haben immer noch diesen komischen Ritter da oben, diesen Goldin, der sich partout nicht wegbewegen will. Sau. Aber zumindest der Mechanismus da drin bewegt sich jetzt schon mal. Und diese komische Kompassnadel dreht sich auch. Können wir das jetzt drehen? Das macht nach gar nichts. Also man kann es auf alle Fälle drehen. Momentan ist es mir nicht vergönnt, dass ich das drehen darf. Okay, was haben wir hier unten noch? Können wir das jetzt umschalten? Nein, da denke ich mal, da brauchen wir wahrscheinlich noch einen Gegenstand dafür. Ups. Gibst du mir den Schraubenschlüssel? Steck den darin. Nein. Was machen wir eigentlich mit diesem Gummiband? Das Gummiband hat momentan noch überhaupt keinen Sinn für mich. Na gut, gucken wir uns mal noch ein bisschen weiter um. Mal schauen, ob wir vielleicht noch irgendwo Klappen haben, da brauchen wir einen kleinen Schlüssel dafür, den wir noch nicht haben. Hier unten ist nichts mehr. Die Klappe können wir auch nicht mehr öffnen. Okay, haben wir sonst doch irgendetwas hier oben? Ist vielleicht hier noch irgendwo ein Geheimfach oder so etwas? Da ist nix. Ist nix. Was ist das denn da? Sieht aus wie eine Klappe. Das ist doch ein Spalt, oder? Den haben wir sonst nirgendwo. Bloß da. Da ist doch ein Spalt. Können wir dir erzählen, was du willst. Gut, gucken wir uns nochmal ein bisschen um. Mit die Okular. Vielleicht finden wir noch irgendetwas. Ne, haben wir nur das, den Pfeil. Sonst ist hier nichts weiter. Okay. Warum bewegst du dich nicht weg? Warum gehst du nicht weg? Geh doch zu Hause, du alte Scheiße. Können wir jetzt vielleicht den Stern drücken? Nee, das würde keinen Sinn machen. Ach, warum das denn so? Das wollte ich doch. Ein Gummiband, wir haben ein Gummiband gefunden. Das fehlt aber schwer zu sagen, was. Das, was der Ritter da versteckt. Non est ad astra molles eteris. Terris der Erde. Astra, weiß nicht, wahrscheinlich der Himmel oder so. Aber ich schätze mal, das dreht sich dann, wenn wir es geschafft haben, dass sich das hier oben auch dreht, das Zahnrad. Da ist auch schon wieder das komische Symbol. Und das müssen wir dann wahrscheinlich hier irgendwie einstellen. Mann, ich frage mich auch, was der Kompass da unten, was mir dieser Kompass da unten sagen soll. Und dann dreht er sich einfach nur wirr. Sind das die Planeten? Das kann man wahrscheinlich auch drehen, aber ich kann da momentan auch nicht ranzoomen. Nee. Gut, gucken wir uns hier mal noch ein bisschen um. Also mit zwei Zahnrädern. Wir können sonst keine Zahnräder mitnehmen. Ne, das können wir nur umschalten. Kann ich das auch wieder runterdrehen, das Zahnrad? Ne, kann ich nicht. Also wenn es einmal gesetzt ist, dann ist es gesetzt. Gut. Ah, ne, ich dachte, dass man vielleicht da irgendwas sehen kann. Nein, dem ist nicht so. Was haben wir hier noch übersehen? Wir haben bestimmt noch irgendetwas übersehen. Etwas da unten? Kann ich irgendwas mit dem Schraubendreher machen? Ne, sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Nein, sieht nicht so aus.
Okay, das ist jetzt, glaube ich, so der erste Moment, wo ich tatsächlich mal wirklich stecken bleibe. Der Gary, der weiß bestimmt schon die Antwort. Der hat es auch schon durchgespielt, das ist ja auch gemein. Und die Melli hat es wahrscheinlich auch schon durch. Und wahrscheinlich amüsieren sie sich königlich und sagen sich, oh, der Trottel, wieso sieht er das denn nicht? Ist er ja nicht so schwer. Ist hier vielleicht was an den Verzierungen dran? Ich habe bestimmt einfach nur was übersehen. Das sieht doch echt so aus, als ob man das aufziehen könnte. Hatte ich nochmal den Spalt gefunden? Hier, da, der Spalt. Also entweder gehört das zur Textur oder das geht tatsächlich noch auf. Weil ich die Befürchtung habe, dass es wahrscheinlich Ersteres ist. Wofür könnte ich denn das Gummiband? Irgendwo muss man doch das Gummiband einsetzen können. Noch irgendetwas? Nee, ich kann hier momentan nichts drehen. Das ist das Problem. Was macht denn dieser scheiß Kompass da unten? Was will mir dieser Kompass da unten sagen? Kann ich sonst noch irgendwas? Nee. Ich dachte vielleicht, dass man das rausnehmen kann. Nee. Nope, 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 nope. Also gehen wir kurz zurück. Also, ich kann das wahrscheinlich erst drehen, wenn das Zahnrad da dran sitzt und sich dieses Zahnrad hier dreht. So, dieses Zahnrad wird sich höchstwahrscheinlich erst drehen, wenn wir es schaffen, dass sich das hier dreht. Soweit der Plan. Das Ding ist nur, mit den beiden Zahnrädern, die wir momentan haben, komme ich da nicht dahin, weil beide Zahnräder zu klein sind. Das kann ich jetzt wahrscheinlich drehen, bis ich schwarz werde. Okay. Kann ich dieses Zahnrad irgendwie vergrößern? Wahrscheinlich nicht. Und du dämlicher Ritter, wie gehst du da weg? Ich brauche das Ding, was da dahinter sitzt. Und wo zum Geier brauche ich denn? Das kann ich nicht mehr drehen. Nein. Zum Geier brauche ich denn dieses Gummiband. Das verstehe ich gerade so gar nicht. Was kann ich denn mit diesem Gummiband anfangen? Zu schrauben haben wir hier auch nichts mehr. Ich habe zumindest gerade so nichts gesehen. Blark. Das unten haben wir schon offen. Die können wir wahrscheinlich auch nicht mehr einstellen. Nee, ist klar, wir haben das Fach ja offen. Können wir sie wieder zumachen? Können sie wieder zumachen? Wollen wir das überhaupt? Warum wollen wir dieses Fach wieder zumachen? So, da kann ich nicht mehr. Doch, das kann ich noch anklicken. Nee, der Schlüssel sitzt. Der kommt auch nicht mehr raus. Ja, jetzt halt die Frage, ob das jetzt was bringt. Nee, also die kann ich nicht mehr verstellen. Okay. Gut, dann brauche ich das also auch nicht. Da kann ich es auch offen lassen. Nicht, dass ich mich am Ende noch selbst verwirre. Okay, wir haben gerade den Todesscheiß, wann habe ich angefangen mit aufnehmen? Och nö, warum vergesse ich das denn immer? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, irgendwie so knapp 10 Minuten sind es noch oder so. Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Lass dich überraschen. Was habe ich denn hier übersehen, Mann? Was habe ich hier übersehen? Was ist irgendwie merkwürdig. Ja, ich bin gerade ein bisschen still, weil ich so ein bisschen nachdenken muss. Weil ich so pauschal momentan gerade nicht drauf komme.
Kann ich nichts drücken? Kann ich nichts ziehen? Da habe ich das zweite Zahnrad gefunden. Luna, der Mond. Kann ich auch nicht ranzoomen. Kann ich auch nichts einstellen. Und wie gesagt, das bewegt sich höchstwahrscheinlich auch erst, wenn ich irgendwie da oben das gelöst habe. Dreh dich, dreh dich. Was zum Geier habe ich hier übersehen? Achso, ne, der geht ja direkt zu dem Fach hin. Was zum Geier habe ich hier übersehen, Leute? Warum geht er da denn hin? Warum geht er da hin? Warum zoomt er da so nah ran? Da ist ja gar nichts. Hä? Hier ist da gar nichts. Das verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Scheint nichts zu sein. Das habe ich schon offen gehabt. Das geht auch nicht mehr auf. Das kann ich mir auch nicht näher anschauen. Nee. Das auch nicht. Warum ist er jetzt gerade so komisch rangezoomt? Hä? Soll ich hier irgendwas sehen? Nee, hier ist nichts. Ist das so der Trollpunkt des Spiels? Also dann kannst du ranzoomen, aber siehst du nichts. Wirst nichts sehen. Oder was soll ich hier erkennen können? Was zum Henker mache ich mit diesem dämlichen Gummiband? Warum habe ich den Schraubenzieher noch? Und wo finde ich das dritte Zahnrad und überhaupt und sowieso? Ja, die Folge ist diesmal leider etwas unerfolgreich. Das muss ich leider zugeben. Ich wüsste jetzt aber auch sonst ehrlich gesagt nicht, was ich jetzt noch machen könnte. Okay, gucken wir uns jetzt nochmal die Kiste ganz genau an. In der Hoffnung, dass wir vielleicht was finden. Möglicherweise ist ja des Rätsels Lösung irgendwo bei der Kiste ersichtlich. Wobei ich da so meine Zweifel habe. Also hier ist definitiv nichts. Okay, gucken wir oben drauf nochmal. Da haben wir nur die Ritter. Mit dem einen verkackten Ritter, der da ist. Der sich partout nicht wegbewegen will. Dem wird man wahrscheinlich irgendwie einen Gegenstand in der Hand drücken müssen. Drücken kann ich nicht, so drauf drücken kann ich nicht, rausbrechen kann ich ihn nicht, wegziehen kann ich ihn nicht, sonst ist hier aber auch nichts weiter drauf, da haben wir bloß die Spitze, wo es mir nichts bringt, die anzuklicken. Also wird es doch irgendwie hier weitergehen, da muss es irgendwie an dem Ding direkt, muss es irgendwie weitergehen. Tü. Ja, der fehlt mir dieses das blaue Ding, was der Ritter hinter sich stehen hat.
Gehe ich ganz stark davon aus. Vorher kann ich es vergessen, da irgendwas dran zu machen. Und hier unten weiß ich momentan überhaupt nicht, was ich da machen sollte. Ich habe einen verwirrten Kompass. Und ich habe ein Pendel, was sich nicht bewegt. Was ich weder drücken noch ziehen kann, noch sonst irgendwas machen kann. Sieht man da sonst noch irgendwas? Nee. Sieht auch sehr danach aus, als ob ich da irgendwas reinstecken müsste. Die Frage ist, was? Scheinbar auch ein Gegenstand, den ich noch nicht habe. Hä? Okay, ich habe gerade momentan voll den Durchhänger. I need some help. Wer kann mir bitte helfen? Ich brauche Hilfe. Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich das mache. Ob ich das Projekt jetzt einmal vor komplett aufnehme. Also, ja. Und das dann einfach hochlade. Oder ob ich zwischendrin jetzt schon anfange hochzuladen. Weiß ich noch nicht. Ja. Genau, ne? Normalerweise würde ich mir jetzt erstmal eine schöne Kippe anzünden, dann würde ich kurz mal drüber nachdenken. Aber das macht sich im Video, glaube ich, nicht so gut, wenn ich jetzt hier anfange zu rauchen. Übrigens, Kinder, raucht nicht, rauchen ist ganz schlimm. Es ist eine Unart, ist es. Was zur Hölle habe ich übersehen? Was zur Hölle habe ich hier übersehen? Was habe ich hier übersehen? Ja, 6. Ist wahrscheinlich irgendwie für das Rätsel benötigt. Weiß ich nicht. Ich kann nichts drehen, ich kann nichts drücken. Der rastet nicht ein. Jetzt sagt doch mal einer, was ich hier noch übersehen habe, Mann. Sanft tickern die Zahnräder im Hintergrund. Ich merke gerade, dass ich langsam wieder Hunger kriege. Schon wieder dieser Herzschlag. Will er mir etwa irgendwie. Will er mir irgendwie andeuten, dass ich irgendwie in der Nähe eines Rätsels bin oder was? Oder einer Lösung? Warum kann ich das da anklicken? Ich kann es nicht hochschieben, ich kann es nicht runterschieben. Ich kann es nicht anklicken. Links, rechts geht auch nicht. Warum markiert er mir das dann? Das verstehe ich nicht so ganz. Da habe ich nichts. Ich habe hier aber nichts, was ich anklicken könnte. Und bei den Gegenständen hier habe ich auch nichts, was hier irgendwie Sinn machen würde in diesem Bereich. Und sehen, wenn ich durchs Okular sehe, ich auch nichts sehen. Was ist eigentlich das da? Ah, okay, gut. Da komme ich ins Hauptmenü. Warum da auch immer eine 2 steht, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß, es ist momentan gerade jetzt irgendwie sehr unerfolgreich. Es geht irgendwie überhaupt nicht voran. Oh, verdammt, Gehirn, verdammt. Enttäusch mich doch nicht. Was ist dein Problem, Mann? Was ist dein Problem? Nee, Leute, ich komme momentan absolut nicht drauf. Hier fehlt mir noch Gegenstand. Das große fucking Zahnrad kann ich nicht abnehmen. Das würde hier sowieso nicht drauf passen. Was ist das denn? Was ist das? Das brauche ich mir nicht mehr angucken, da war ich schon. Wo könnte hier noch ein Zahnrad versteckt sein, was ich bis jetzt übersehen habe? Das sieht doch hier auch nicht anders aus als alle anderen Ecken.
Na gut, okay, Leute, ich mache jetzt an der Stelle erstmal Schluss. Kann sein, dass der Part etwas kürzer geworden ist als normal. Ja, leider war das Ende jetzt nicht wirklich erfolgreich. Momentan habe ich voll den Knoten im Hirn. Mal gucken, ob wir vielleicht das Lösungsrätsel dann in der nächsten Folge finden werden. Schau mal, ich habe noch so meine Zweifel, aber vielleicht werde ich ja eines Besseren belehrt, ne? Ich hoffe, ihr seid trotzdem nächste Folge wieder mit dabei, wenn es heißt The Room. Gern Verknotung mit dem Paint. Ja, und wie immer sage ich, schönen Abend noch und bis dann, Leute. Bis dann, Leute.